Sein gelernter Beruf ist, muss ich runterlesen, Reproduktionsfotograf. Keine Ahnung, was das ist. Dann war er Kellner, 12 Jahre, Saxophonspieler. Dann weiß ich, Computer, die ihm langweilig sind, verschenkt er. Und was weiß ich noch? Leidenschaftlicher Autobahnfahrer. Das gibt's alles nicht. Freue mich, dass er da ist. Hallo, Günther Ball, Gunkel, herzlich willkommen. Hallo, freut mich. Was stimmt davon? Es sind nicht Computer, die mir langweilig sind, die ich verschenke, sondern das ist manchmal gibt es stärkere Modelle, die halt mehr kennen und dann habe ich einen Computer über und dann gibt es Leute, die sich darüber freuen und dann kriegen die den. Ich bin leidenschaftlicher Autobahnfahrer, das stimmt. Okay. Reproduktionsfotograf könnte ich jetzt erklären, ist immer wurscht, den Beruf gibt es eigentlich nicht mehr. Okay. Das hat der Computer eben erledigt und was war noch? Saxophonspieler. Ja, Saxophonspieler trifft es eher als Saxophonist, weil es gibt Saxophonisten, die es wirklich kennen. Ich bin Saxophonant, so Saxophonant, wie man Musiker und Musikant sein kann. Okay, ja. Vielleicht gerade die erste Frage in dem Zusammenhang. Du wirst ja daheim wohl Saxophon üben. Nein, eben nicht. Ah. Nein, weil es ist sehr laut. Ah, okay. Ja. Das heißt, dann brauche ich gar nicht fragen, ob Sie Nachbarn aufgeregt haben, wenn du da so richtig einmal andruckst da haben. Das ist, nein, ich habe eine sehr kräftige Anlage, mit der kann man laut spielen und okay. Es gibt so Play-Along-Platten, also da spielt eine Band ein Lied, wo man die Harmonien kennt und dazu kann man improvisieren üben. Okay. Und ich habe das einmal, ich spiele und denke mal, ich höre die nicht, okay. Klar lauter, bis die Band so laut war, dass wenn ich gespielt habe, habe ich die gut gehört und mich gut gehört, dann höre ich auf zu spielen, bist du dapper, das ist so laut, würde ich nie Musik spielen, also ja. Wenn ich jetzt nur Platten höre, ja. Habe ich gewusst, ein Saxophon ist für Wohnung zu laut. Sehr brav, das heißt, du gehst als gutes Vorbild heran und sagst, daheim spiele ich nicht. Das, ja, nein. Hast du ein akutes Wohnproblem, kann ich dir irgendwo helfen? Glücklicherweise habe ich kein akutes Wohnproblem. Also ja. Es hat sich was angedeutet, wo wir ja. uns gedacht haben, no, das wird vielleicht ein bisschen problematisch werden, ja. weil unser Haus hat einen neuen Besitzer okay. und die neuen Besitzer wollen sich jetzt alle Objekte anschauen. Okay. Und da wussten wir nicht genau, was das heißt. Vor allem, was heißt, wenn es einen neuen Besitzer gibt, ist der an den alten Mietvertrag gebunden? Ja, oder sagt also, der, hören Sie zu, so wie sich Firmen kaufen und dann sagen, Sie haben alle Arbeitsverträge, die interessieren uns überhaupt nicht, geht's weg, weil wir haben das gekauft, jetzt wollen wir uns das filetieren und damit machen wir viel Geld, der Rest ist wurscht. Also, Gott sei Dank ist es nicht so. Oder leider Gottes für die Hausbesitzer ist es nicht so. Warum? Die Verträge sind Gott sei Dank stärker. Das heißt, ich kann dich beruhigen, mhm. wenn du hier einen neuen Hausbesitzer hast, ja, okay. Aber sämtliche Dinge, sämtliche Rechte, sämtliche Pflichten, sämtliche Vereinbarungen laufen weiter. Wenn es nicht so wäre, dann könnte ich dir garantieren, würde ein Haus Eigentümer das Haus dem anderen verkaufen und der wieder zurückverkaufen, nur dass sich damit die Verträge in Luft auflösen. Also da kann nichts passieren. Und zur Besichtigung, das finde ich an sich recht normal. Also wenn die kommen und sich die Wohnung anschauen. Das kann ich ja dann auch verstehen, ob die jetzt wissen wollen, ob die Wohnung komplett verlottert ist oder ja. ob der Mensch, dessen Mietvertrag da ist, überhaupt diesen Mietvertrag seinerseits erfüllt als Mieter, indem er ja. oder aber die Wohnung untervermietet. Na, du hast da was Richtiges gesagt. Das ja. steckt da schon auch dahinter. Ne? Weil es kann durchaus sein, bei diesen Besichtigungen, dass die kommen und sagen, sie haben da ein Bad, aber in unserem Plan ist kein Bad eingezeichnet. Was ist? Gibt es Bewilligungen? Ist es isoliert? Und. Also so ein bisschen ja. finde ich es korrekt. Also, ja, nein, also ich kann ich verstehen. Also, wenn ich mal was kaufe, um viel Geld natürlich, da möchte ich wissen, in welchem Zustand ist das, was ich da gekauft habe und was passiert, weil also wird hier wirklich gewohnt oder hat da einer ein Krypto-Puff eingerichtet? Was ist ein Krypto-Puff? Ja, irgendwie versteckte Bezahlbeischlafstelle. Darf ich bitte deine Ausdrücke in mein Repertoire aufnehmen? Gern. Dankeschön. Zwei, drei kurze Fragen. Wie oft bist du umgezogen in dein Leben? Nicht oft. Ich bin ein sehr beständiger Wohner. Ich bin so oldschool. Ich denke mal, wenn ich eine Wohnung habe, dann ist der Platz, das gehört dir. Wo ich wohne. Okay. Also, es gehört mir nicht, ich zahle jetzt hin, aber das ist jetzt mein Zuhause. Und okay. Ich bin beruflich so nomadig unterwegs. Also okay. Ich bin das halbe Jahr übertrieben, aber sehr viel schlafe ich in Hotels und sonst irgendwo. Okay.
Und damit. Es ist, ja, und diesen Platz, wo ich weiß, ja, hier habe ich meins. Okay. Günther, dann muss ich dir noch kurz fragen, wenn du so viel unterwegs bist, was ist denn dein Lieblingsplatz in Wien? Eigentlich der Bezirk und das, wo ich wohne. Darf man das sagen? 9. Bezirk? 9. Bezirk. Habe ich jetzt gesagt. Ja, weil da gibt es nämlich auch ein Kaffeehaus. Das ist genau wirklich arme ums Eck und da darf man rauchen. Yes. Jetzt beenden wir die Sendung, weil sonst kommt von dir Laudatio für die Raucher und das schauen uns auch Kinder zu. Und die Kinder sollen nicht rauchen, so schaut's aus. Ja, es hat sich herumgesprochen, dass es nicht gesund ist. So ist es, Günther. Also, ich danke dir fürs Kommen. Danke für die Einladung. Bitte gerne. Der Tipp des Elektrikers: Zuschauen und schlau werden.